very, very lucky with the crew who shaped the movie. From all the filmmakers involved in every department, I think we've all done each other proud. Yeah! Die Zusammenarbeit mit Edward Berger und James Friend ist einmalig. Ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt noch nie mit dem Ersten Weltkrieg wirklich auseinandergesetzt. Von daher war eigentlich das gesamte Thema für mich neu. We wanted to present this First World War as real as possible and as close to the main characters as possible. Probably the title of the book and the script attracted many great talents. First of all, a great production designer, Christian Goldbeck, a great costume designer, Lisy Christl, a great makeup artist, Heike Merker, and my very good friend, James Friend, the cinematographer. This crew became essential. When they are inspired, they give a movie so much. They enrich the movie. They make this movie so much better. Ed and I knew at the very beginning that we had to be extremely organized. We decided to sort of storyboard very key scenes of the film and shot list them at least, just so we knew that we could go in with a plan. Most of this project takes place on the battlefield and in the trenches. It involved a pretty huge amount of digging and kind of 300 running meters of trenches. It was a total size of 3 football fields, and the construction process took us 3.5 months. These trenches were packed in World War I. You've not only got to get one cast, you've got to get 6 cast members, and you've got to get 100 extras past you, and you've got to get a camera whilst there's explosions going off, and it's raining, and they're going to have guns in their hands, they're going to have props, you know. And Christian was incredible. We slightly increased the size of the trench so it didn't look distractingly big, but we could actually service it. They built one of the most beautiful sets to work in I've ever had the pleasure of photographing. Lisy, costume designer, and Heike, our makeup artist, were just a dream to work with. Es war sehr schnell klar, dass Edward wirklich dieses Elend spüren und sehen wollte. Wir haben grob 800-900 Uniformen plus Schauspieler. Das war jetzt für diese Komparsenmengen. Und dann haben wir aber auch für fast alle Schauspieler die Uniformen angefertigt. Wir hatten für Paul Bäumer ca. 20 Uniformen, vielleicht mehr, die in diesen unterschiedlichen Stadien mit Einschusslöchern, ohne Einschusslöcher, mit Einstich, ohne Einstich, mit Blut, mehr schmutzig, sehr schmutzig, wieder sauber ausgebürstet. Es waren 2, 3 Kleiderstangen Uniformen, die vorbereitet wurden für diesen Dreh und dann natürlich immer wieder auch nachbehandelt wurden. Ich habe mich natürlich mit der Kostümbildnerin Lisy Christl in Verbindung gesetzt, weil das ist ja immer eine relativ enge Zusammenarbeit. Und somit konnte ich da natürlich auch total viel mitnehmen aus ihrer Sicht, aus ihrer Idee. Was gibt es eigentlich alles für Kostüme? Wie sind die eigentlich aufgestellt? Wie dick sind die? Und dann habe ich erst mal realisiert, es ist ganz schön viel verpackt. Und dann habe ich so gedacht, wie gebe ich den einzelnen Charakteren die Unterstützung in ihrem Erlebnis durch Müdigkeit, durch Mangel, durch Zeichnung? Als ich angefangen habe, habe ich nicht gedacht, dass ich so viele unterschiedliche Schlammvarianten entwickeln kann. Was ist denn dieser Lehm, diese Erde, wo die ganze Zeit drin rumrobben und Kämpfe haben und dann regnet es und dann spült es es wieder ab und dann werden sie bombardiert und sind unter der Erde. Es ist dann nochmal eine ganz andere Patina oder Materialität des Ganzen und so hat sich das dann irgendwie zusammengebaut. What Netflix gave us is the ability to tell the story with justice and gave us the resources to tell a very big but very personal story at the same time. It's an incredible proof of trust and faith.
It's a very, very big, expensive movie for Germany, and they gave us real confidence that we could make it. Action! To show a young audience the complete obscureness and madness of war, and to design this brutality, I think that was the biggest challenge.